Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute wieder in der tollen Küche, denn wir machen heute was aus dem tollen Kochbuch von Malwanne. Ich mache heute etwas ganz Besonderes aus dem Kochbuch von Malwanne. Schwebende Hände im Hintergrund, denn ich bin nicht alleine. Leider nicht zugeschickt von Malwanne. Vanessa, wenn du dieses Video siehst, wieso habe ich keine Kopie bekommen? Das finde ich sehr, ich bin ein bisschen enttäuscht. Wir machen heute die Bacon Beer Cupcakes aus Two Broke Girls. Wir machen nicht, wie schmeckt's, wir machen es besser. Mir schmecken wirklich die Bacon Beer Cupcakes aus Two Broke Girls. Weil wir sind keine Kochprofis. Ich hab noch nie ein Freezing-Dings-Dabums gemacht. Das wird sehr interessant, aber es ist Bacon. Frosting. Was brauchen wir für die Bacon Beer Cupcakes aus Two Broke Girls? 100 Gramm weiche Butter, 2 Eier, 150 Gramm Zucker, 100 Milliliter Maisstärke, 50 Milliliter Milch, 200 Gramm Mehl, eine Prise Salz, 2 Esslöffel Kakaopulver und ein gehäufter Teelöffel Backpulver. Die Zutaten für das Frosting, Freezing, whatever. Frosting und Freezing. 3 Scheiben Puderzucker. Frischkäse. Vanilleextrakt. Ein Team. So, Schritt 1. Für den Teig Butter, Eier und Zucker in einer Schüssel mixen, Bier und Milch hinzugeben und noch einmal verrühren. 100 Gramm weiche Butter. Well done. So. Bier und Milch hinzugeben. Karamell. Ja, jetzt mal ernsthaft, wer trinkt Karamell? For real. Meine Oma. Deine Oma? Was? Ich mag ja generell schon kein Bier. Das ist bestimmt. Das schmeckt nicht wie Bier. Einfach süßes Bier. Kommen wir zu Schritt 2. Schritt 2. In einer zweiten Schüssel Mehl, Salz, Kakaopulver und Backpulver mischen. Dann die trockene Mischung nach und nach in die flüssige Masse verrühren. Bis ein glatter Teig entsteht. Wir geben jetzt hinzu Mehl, Salz, Kakaopulver und Backpulver. Wir geben jetzt hinzu in einer zweiten Schüssel Salz, eine Prise Salz. Was ist immer eine Prise? Ich bin mir nie sicher, was eine Prise ist. Ich finde schön, dass du das alles machst. Und ich einfach nur als Deko daneben stehe. Es wird einfach nur sauer. Irgendwie komisch. Es ist viel zu gut, dieses Video. Es ist kein Fail oder irgendwas. Es ist langweilig, sowas. Es ist kein Fail oder irgendwas. Das ist echt eklig. Das ist schon hässlich. Stop! Was hier? Wir haben viel zu viel Teig, irgendwie, weil wir haben nicht so eine Muffinform, deswegen machen wir es halt mit so Tütchen und wir machen jetzt noch kleine Muffis, wie Antonio sie nennt. Here it is. Das Lustige wird das Frosting. Das hier Freezing. Ist ja einfach. Das Frosting wird, glaube ich, sehr lustig, weil ich habe sowas noch nie gemacht. Ich schon. Du schon? Ja. Hat nicht geklappt? Nein. Oh. Also ich krieg diese Häufchen nicht so schön. I'm scared. Du, ich mach super Häufchen. Häufchen, weißt du? Mein Hund macht auch super Häufchen. Vielleicht sollten wir Socke holen. Mutprobe? Mutprobe. Wo fährt er mir diesmal in die Nase? Warum Mutprobe? Es ist Teig. Das ist kein leckerer Teig, du, ne? Sie ist der Fluch des Unscharfseins. Ich bin schon wieder unscharf. Jetzt filme ich mich, wie ich mich hier putze. Ich mich putze. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal was von Malwanne gemacht habt. Wenn ja, mit Erfolg oder ohne. Hi. So, Schritt 4. Für das Frosting, Freezing, whatever. Frosting? Den Bacon auf einem Backpapier auslegen und mit Ahornsirup bestreichen. Geil. Und bei 180 Grad Umluft im Ofen knusprig backen.
abkühlen lassen und in einer kleinen Schüssel zerbröseln. So steht die gerade da. Zwischendrin immer Küche sauber machen. Super important. Man deshalb schnippt dann mit dem Finger und es ist sauber. Man soll jetzt 3 Streifen baken. Warum 3, verstehe ich nicht. Machen wir 4, weil wir extra sind. Wo ist der Iron Zero? Iron Zero? Muss man Backpapier, Backblech auslegen? Ja. Backpapier, Backblech. Backblech? Und dann mit Iron Zero bestreichen. Nice. Ich rieche aber, ob das der für süße oder für salzige Sachen ist. Drüber. Wir haben ja noch ein bisschen hier. Echt? Ich bin ja Profi. Profi im Becken beschmieren? Mhm. Wir müssen wie James Charles dann den Test machen. Clean, it's done, okay. It's clear, it's done, oh my god. Oh my god. Oh my god, they're so good, like a pinkity trinkity. And purpley, purpley. Purpley, purpley. Oh my god, this video does not get monetized. Oh my god, I cannot say that. Braten im Becken Crossbrick. Schritt 5. Butter und Frischkäse. Haben wir Frischkäse? Hat meine Mama Frischkäse gekauft? Ja, haben wir. Butter und Frischkäse mit einem Handrührgerät cremig rühren. Den Puderzucker durch ein Sieb in die Masse sieben und verrühren. Zum Schluss noch den Vanilleextrakt unterrühren. Die Creme mit einem Löffel oder einem Spritzbeutel auf den abgekühlten Muffin verteilen und mit dem Bacon verzieren. Wir brauchen Butter, wir brauchen Frischkäse. Butter. Basti hat das heiße Gitter jetzt in den Garten. Da kommt er wieder. Ich hab auch die Spritztüte geholt. Die Spritztüte. Warte, warte. Ich möchte das bitte in Zeitlupe. Ich hab den Deckel abgemacht. Basti hat die Spritztüte kaputt gemacht. Warte, warte, warte. So, ich weiß, was ich jetzt in der... Nein, du machst keinen Boomerang da drauf. Geile Idee. Ich mach da so Peitschen-Sounds in den Hintergrund, get it? Wundervoll. Ich hab die voll erwischt. 200 Gramm weiche Butter. Das ist dein Boomerang in meiner Story. Wie Sie unschwer hören können, stören Sie gerade. Ich hasse Wagen, die nicht funktionieren. Ich habe noch nie Frischkäse beim Backen benutzt. Ich habe generell noch nie Frischkäse benutzt. Ist doch cremig, oder? Mhm. Die Muffins. Als ob das schon 20 Minuten waren. Oh, der Bacon sieht auch geil aus. Oh mein Gott. Nee, der ist noch nicht knusprig genug. Oh mein Gott. Die Kleinen sind ja süß. Okay, wenn was dranhängt, sind sie noch nicht fertig. It's clean. Oh my god, it's done. Cool. Der Bacon ist noch nicht fertig. Wie sieht's hier aus? Der aktuelle Stand ist jetzt, dass wir die Muffins hier fertig haben. Hinter mir wird gerade das Frosting noch gemacht. Die Muffins müssen abkühlen. Das kann eine lange Zeit dauern. Wo war ich stehen geblieben? Die Buttercreme oder Frosting. Es schmeckt nach Butter. So, also. Das Frosting, es schmeckt einfach nur nach Butter. Ist ein bisschen disgusting. Wir haben schon Vanillezucker reingemacht. Und viel mehr Vanilleextrakt. Und viel mehr Vanilleextrakt. Vielleicht schmeckt auch die Vanille so nach Butter. Ich hatte vorher schon nach Butter geschmeckt. Ich habe vorher schon probiert. Es hat sich durch die Vanille halt einfach nichts geändert. Es schmeckt einfach nur nach Butter. Das ist ein bisschen eklig. Vielleicht gehört es so. Vielleicht, weil es eine Buttercreme ist. Ich weiß nicht. Ich schaue jetzt mal, was ich hier so in meiner Zauberschublade habe. Wir können Zimt reintun. Ich habe schon probiert. Wir müssen uns mit der Butter abfinden. Wir sind back. Wir sind back von einem Shopping-Trip. Basti ist umgezogen. Ich habe mir ein neues T-Shirt mit C&A gekauft. Super toll. So, es ist jetzt, glaube ich, 2 Stunden später. Ja. Creme war 2 Stunden im Kühlschrank. Sie ist jetzt fester geworden, ein bisschen. Das hat alles abgekühlt. Das ist unser Bacon. Er hat weißen Zucker oben drauf. Sehr interesting. Jetzt habe ich ihn am Finger. Wir füllen das jetzt da rein. Du darfst in der Zeit den Bacon zerbröseln. Achso, ein Schüsselchen. Hinter dir in der großen Schublade. Wo sind denn die anderen Aufsätze? Oh, oh, schau, die Creme ist voll fest. Aber das ist eine zu kleine Öffnung. Da kriege ich nichts rein.
wetten, es ist viel zu dick oder so und wir kriegen es gar nicht durch die Spritzhülle durch. Okay, es ist sehr flüssig. Ich mache einfach mal hier so eine Runde. Es kommt oben raus. Hilfe, es kommt oben raus. Das ist schon hässlich. Es ist alles andere als schön. Vanessa, wie hast du das getan? Es ist wie Pudding, aber Pudding ist härter. Let's continue. Ich frage mich immer, was wir falsch gemacht haben. Butter und Frischkäse. Wir brauchen Butter, wir brauchen Frischkäse. Butter. Dann mache ich hier Butter. Die Buttercreme schmeckt nach Butter. Schmeckt nach Butter. Wenn es in 2 Stunden nicht hart wird, dann wird das, glaube ich, nie hart. That's what she said. Fuck it. Fuck it, fuck it, fuck it. Es läuft komplett auseinander, siehst du das? Ich weiß nicht, wie sich Max und Caroline damit irgendwie Geld verdienen konnten. Ja, dann probier mal. Und probier's auch. Ja, nacheinander. Soll ich zuerst probieren? Ich weiß nicht, wie ich den noch rauskriegen soll. Siehst du, was mit der Creme passiert? Was ist da passiert? Wie hast du das denn gemacht? Er ist umgefallen. So schmecken die Bacon Beer Cupcakes aus Two Broke Girls. Wirklich. Ich schmecke nur diese Creme. Ich schmecke wilder Bier. Noch den Bacon. Das schmeckt nicht oder ist okay? Man kann es essen, aber man schmeckt nur diese Creme. Das ist interesting. Jetzt bist du schon. Schmeckst du Bier? Creme? Warte. Excuse me, ich mache gerade eine Review. Doch, jetzt schmecke ich den Bacon. Aber Bier schmecke ich nicht. Vielleicht hätte man echtes Bier nehmen müssen. Da stand Malzbier. Ja. Und damit es kinderfreundlich ist. Jetzt ist mir schlecht. Ich bin von dieser Creme. Nein! Was? Nein! Ich hab Creme auf meinem... Nein! Die wird uns verfolgen in den Schlaf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mehr oder weniger geklappt. Sogar im Waschbecken klebt die Creme. She's haunting us. Okay. Tipp, nehmt richtige Butter. Ja. Dann wird es Creme. Vanessa, vielleicht das nächste Mal in dein Kochbuch Tipps reinschreiben, wie richtige Butter benehmen. Gut, es war ein Medium-Fail. Der Kuchen hat ja funktioniert, also der Cupcake, der Muffin. Der Bacon hat auch funktioniert. Der Bacon hat auch funktioniert. Schmeckt zwar nicht so, aber... Es schmeckt aber nicht schlecht. Nee, man kann es essen. Wenn man sehr auf Flüssigkeit steht. Ja, mir ist nach 2 schon schlecht. Echt? Ja. Willst du noch einen? Nee. Gönn dir. Nee, danke. Gut, wir verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Excuse me.